Dr. Malte Kaufmann für die AfD-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Marktmacht von Tech-Giganten in die Schranken weisen, das möchten die Kollegen von CDU und CSU. So steht es im Antrag. Es ist grundsätzlich richtig, wenn unsere soziale Marktwirtschaft verteidigt wird. Die hat uns nämlich den Wohlstand der früheren Jahrzehnte gebracht. Und noch etwas ist gut in Ihrem Antrag. Sie heben die Bedeutung des Nationalstaats empor. Das Bundeskartellamt scheint Ihnen offenbar vertrauenswürdiger zu sein als das Pendant in Brüssel. Beides sieht unsere Freiheitliche Bürgerpartei genauso, und daher werden wir Ihrem Antrag auch zustimmen. Allerdings, Ihr Antrag ist zwar richtig, aber aus Ihrem Munde nicht glaubwürdig. Sie berufen sich auf Ludwig Erhard, aber wer soll das der heutigen CDU noch abnehmen? Wer soll das einer Partei glauben, die 16 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel möglich gemacht hat? 16 quälend lange Jahre, die die freiheitliche Denkweise aus ihrer Partei in weiten Teilen vertrieben haben. Vielleicht fragen Sie sich mal, wie es sein kann, dass man als Kanzlerpartei in 16 Jahren fast 190.000 Mitglieder verliert, darunter im Übrigen auch mich. Ich helfe Ihnen gerne bei der Fehlersuche. Die Menschen spüren seit langem, dass Ihre Worte nicht mehr zu Ihren Taten passen. Das trifft übrigens auch auf Ihren heutigen Antrag zu. Wer hat denn in den letzten 2 Jahren mit seiner völlig verkorksten Corona-Politik, der von Ihnen beklagten Marktmacht von Tech-Giganten, einen enormen Schub verliehen? Warum steht beispielsweise Amazon so glänzend da wie nie zuvor in Deutschland, während viele Einzelhändler vor Ort für immer dicht gemacht haben? Wegen Ihren unnötigen Lockdowns, weil Sie Kunden in Panik versetzt haben, am besten gar nicht mehr das Haus zu verlassen. Die Lockdowns und die unsinnigen 2G- und 3G-Maßnahmen haben viele Händler verzweifelt und auch verbittert zurückgelassen. Diese fleißigen Unternehmer haben sich von ihrer Politik verraten und verkauft gefühlt, und ihre Kunden haben sie in die Arme von Tech-Giganten wie Amazon getrieben. Der aktuelle Zustand ist also zum großen Teil auch hausgemacht. Deshalb verlassen Sie Ihren eigenen rot-grünen Irrweg und kehren Sie jetzt ernsthaft mit uns und allen freiheitlich Gesinnten hier in diesem Hohen Haus zu politischer Vernunft zurück. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege.